Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Videolog von mir. Der letzte ist ja noch gar nicht so lange her, das war nämlich der Leipziger Vlog, den ihr euch hier oben nochmal angucken könnt, aber erst nach diesem Vlog. Und anders als ursprünglich geplant, gehe ich jetzt doch wieder für 4 volle Tage hin und werde auf jeden Fall ein sehr, sehr ereignisreiches Programm wieder haben, wo ich euch dann sehr, sehr gerne natürlich mitnehmen möchte. Und ich hole jetzt erstmal die Jule ab und dann fahren wir in Richtung Leipzig, haben dann wahrscheinlich so 4-4,5 Stunden Autofahrt vor uns. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf die tolle Messe. Ich kann es irgendwie noch gar nicht fassen. Mein erster Videolog war tatsächlich auch zur Leipziger Buchmesse 2017. So lange ist das schon wieder her. Und die Zeit raus einfach auf jeden Fall. Wünsche ich euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit meinen Impressionen zur Leipziger Buchmesse 2018. Die Jule habe ich jetzt abgeholt. Ray, Kaffee. Ray, Kaffee. Einen wunderschönen guten Morgen aus Leipzig. Erster Messetag und ja, ich freue mich schon sehr, sehr darauf, heute endlich die Messe wieder zu stürmen. Ich werde euch natürlich wieder so ein bisschen mitnehmen, aber ich weiß nicht genau, wie viel ich filmen kann, da ich sehr viele Verlagstermine habe und die sind relativ unspektakulär eigentlich zum Zeigen. Aber dann gibt es immerhin noch den Drömer Knauerstein, wo ich da Markus Heitz heute treffe. Das werde ich, denke ich, irgendwie festhalten. Ich hoffe, als Video. Und dann gibt es heute Abend auf jeden Fall noch das Klett-Cotta Abendessen. Das ist, glaube ich, immer so eins meiner Auftakt-Highlights der Leipziger Messe. Das ist immer sehr, sehr cool, das ist sehr, sehr dekadent, weil Klett-Cotta sich da auch einfach mal was gönnt für uns. Das ist sehr, sehr cool. Und gestern Abend haben wir eigentlich nichts mehr gemacht. Wir waren in nicht mehr 4 Stunden von Frankfurt hier in Leipzig. Das ist schon mal sehr gut gelaufen, erstaunlicherweise. Und dann haben wir nicht mehr viel gemacht. Wir haben die Mareike gestern Abend noch vom Bahnhof abgeholt. Ansonsten nur ein bisschen gekocht und Cold Mirror geguckt und ja, einfach so ein ruhiger Auftakt in jetzt die, denke ich, wieder sehr, sehr stressige Messezeit. Achso, was ich euch noch zeigen wollte, ich habe ja immer darauf gehofft, dass ich meinen Ausstellerausweis bekomme. Da, ich habe schon einen bekommen von Knauer. Das ist sehr cool, dass ich jetzt auch schon eine Stunde vorher aufs Gelände kann. Werde ich wahrscheinlich trotzdem nicht die ganze Zeit ausnutzen, weil man doch ein bisschen ja mal schlafen möchte. Mir schläft langsam der Arm ein. Mein Gott, Hilfe. Auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim heutigen ersten Messetag der Leipziger Buchmesse 2018. Angekommen, Messe. Wir sind endlich am Knauerstand und das ist so schön, weil es erstens leer ist und zweitens noch nicht ein einziges Buch geklaut worden ist. Verlagstermin bei Drömer Knauer und es gibt viele, viele tolle Überraschungen für euch im Herbst oder ab Herbst. Und ja, lieber Dugo kommt nach Deutschland. Die ist auf Lesereise. Oh toll, jetzt spoilerst du, ich wollte euch gleich vorstellen. Die ist nämlich vom 8. bis zum 14. Oktober auf Lesereise durch Deutschland und macht den Abschluss dann in Frankfurt zur Buchmesse. Also merkt euch alle die Frankfurter Buchmesse. Und ich bin nicht alleine jetzt unterwegs, ich habe Gesellschaft. Jetzt dürft ihr alles mitspringen. Yeah! Diese verrückte Truppe habe ich jetzt gerade irgendwie gefunden. Und ja, wo wart ihr gerade schon? Ravensburger. Weil ich ja heute den Instagram-Kanal betreue. Instagram, ich finde Instagram! Mit Und jetzt probieren wir für unsere tolle Bookplanetarium Live Experience wieder Fotos zu machen. Genau. So ein Jahr später, gleicher Ort, gleiche Zeit. Ja, scharf sind wir auch. Ja, scharf sind wir auch. Scharf sind wir auch.
jetzt tatsächlich auch nochmal zurück für heute. Ich habe es leider nicht so richtig geschafft, euch heute mitzunehmen. Ich hatte aber auch, ehrlich zu sein, nicht sonderlich viele Sachen, wo ich hätte filmen können. Ich war eigentlich nur auf Verlagstermin. War eigentlich sehr, sehr interessant. Sehr viele neue Titel dabei. Aber einfach nicht so viel, wo ich hätte filmen können. Und jetzt sind wir gerade noch im Restaurant. Wie heißt es denn? Muss ich kurz spicken. Wie heißt der Laden? Danke! Wir sind gerade noch im Pilot, haben es gerade sehr, sehr, sehr lecker gegessen auf Kosten von Flat Cotta und hatten auch noch drei Autoren da, die ihre Bücher vorgestellt haben, unter anderem Christian von Aster, den ich ja während der Fantasy-Woche interviewen konnte. Da verlinke ich euch hier oben direkt nochmal das Video. Und es war einfach ein sehr, sehr schöner Auftrag, sehr, sehr anstrengend. Aber auf jeden Fall habe ich Markus Heitz das Interview noch gefilmt. Das hat ja auch als Instagram-Livestory. Ich weiß nicht, ob man die gesehen hatte. Ich hoffe, dass das Interview geworden ist. Und ja, das war tatsächlich auch schon der erste Messetag. Morgen geht es dann relativ früh wieder los. Da habe ich auch wieder einige Termine und ich hoffe, dass ich euch da noch ein bisschen mehr mitnehmen kann als heute. Aber es war für mich zumindest ein sehr, sehr abwechslungsreicher, sehr unterhaltsamer Tag. Und bis jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Nacht und wir sehen uns morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem schneesturmgeplagten Leipzig. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Wir haben Mitte März und es schneit wie die Pest und es ist arschig kalt. Aber wir sind jetzt zum Glück im Pressebereich angekommen der Messe und wir haben uns jetzt erstmal aufgehört, uns einen Kaffee oder zwei. Ich brauche einen Kaffee ganz, ganz viel. Und dann nehme ich euch heute noch mit. Ich habe noch mal ein, zwei Pressetermine. Dann habe ich den Buchmarkt Award, die Preisverleihung, wo Drömer Knauer mit Markus Heitz und des Teufels Gebetbuch dabei ist. Und dann ist das Kaiser-Blogger-Treffen zu Harry Potter. Ich habe keine Ahnung, was da auf einen zukommt, aber ich hoffe, dass ich dafür euch filmen kann. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, was uns da erwartet, was die Kaiser schon wieder hat einfallen lassen. Und heute Abend gehen wir dann noch lecker essen in der Losteria und da sehen wir Ramona wieder. Hallo Jenny, wie geht's dir? Bis jetzt gut. Mal schauen, wie es mir nach dem Interview geht. Heute wieder zu filmen, es hat so gar nichts sich ergeben leider. Ich war auch eigentlich nur in Verlagstermin und bei, ich wollte gerade Claire Cotta sagen, stimmt ja gar nicht, bei Knauer war ich für Verlagstermine und die davor spielt immer noch nicht mit. Und dann waren wir bei Carlsen Blogger-Treffen für die Harry Potter, aber die dürfen leider noch gar nichts zu sagen. Es gibt nur sehr, sehr viele coole Aktionen im September und Oktober zur Buchmesse. Aber da wissen wir auch noch nicht alle Infos und da wird dann später, denke ich, sehr, sehr viel mehr dazu folgen. Aber seid gespannt, es wird sehr, sehr Potter-lastig und ich freue mich total darauf, euch dann hoffentlich bald mehr erzählen zu dürfen. Und jetzt zum Abschluss noch bei Fischer Tor. Haben da mit Sophie noch mal ein bisschen geplaudert, haben so ein bisschen die Neuerscheinung auch kennengelernt und auch für morgen auch noch mal alles geklärt. Da sind wir nicht mit Kai Meier verabredet. Da werden wir noch ein Interview machen. Ich habe auch noch ein Buch für euch dann ergreifen können, das ich dann auch verlosen werde. Und jetzt gehen wir nur noch Abendessen. Ich weiß noch nicht, ob ich Ritter mitnehme oder nicht. Und ansonsten war es aber sehr, sehr cool heute. Sehr anstrengend zwar, aber müssen wir kurz ausweichen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, jetzt geht's erstmal in Richtung Wohnung und dann treffen wir nachher die Ramona noch und dann gehen wir noch lecker Pizza essen wahrscheinlich und ja, wir sehen uns morgen. Einen wunderschönen guten Morgen zum dritten Messetag. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, bin ich nicht so gut im Film im Moment, weil ich einfach von Termin zu Termin laufe und einfach überhaupt nicht die Zeit finde, da irgendwie großartig Eindrücke dazulassen. Aber ich gelobe irgendwie Besserung, auch wenn es heute natürlich immer noch sehr, sehr voll ist. Und ist auch völlig egal. Wir sind jetzt endlich auf der Messe angekommen. Das Wetter ist katastrophal schlecht. Es ist nur am Schneien. Die Straßen sind alle nicht geräumt. Das war so wie eine Achterbahnfahrt, ohne dass du weißt, dass die Schienenführung funktioniert. Also ja, zum Glück sind wir Auto gefahren, die S-Bahn sind wohl noch schlechter und jetzt warten wir drauf, dass das CCL-Blogger-Treffen losgeht. CCL-Blogger-Treffen, oh, Nina leckt mich gerade ab, die ist schuld. Ich warte jetzt auf das Carlsen-Blogger-Treffen.
Schön, dass wir uns hier in der Buchhandlung-Dubel einfinden konnten. Bei super winterlichen Temperaturen und perfekten Straßenverhältnissen. Mein Name ist Kai Meier. Ich bin, glaube ich, zum dritten Mal hier bei Hugendubel in Leipzig. Kann das sein? Weiß das jemand? Ich glaube, die Damen, die... Das dritte Mal. Dritte Mal, ne? Genau. Ja, ich freue mich eh immer nach Leipzig zu kommen, sowohl zur Messe als auch einfach so, weil ich die Stadt toll finde. In jenen Tagen strahlten die Sterne heller. Es gab Könige, die über Sonnen herrschten. Adelshäuser regierten wie Götter im All. So, ich melde mich aus dem extremst kalten, winterlichen Leipzig nochmal zurück. Es ist mittlerweile 11:30 und ich war gerade mit Sandy, Julia und Julia noch bei der Kai-Meyer-Lesung in der Hugendubel-Buchhandlung. Hab das auch gefilmt und ein Interview geführt. Das war nicht wahnsinnig, wahnsinnig gut, weil der Autor auch super sympathisch einfach ist. Ich hoffe, dass ich euch das vom Ton her relativ bald zeigen kann. Und dann waren wir noch in der Hotelbar von den beiden im Intercity. Und es war einfach nochmal ein sehr cooler Ausklang der Messe. Und hat leider wieder nicht geklappt mit dem Film. Aber ich war so eingespannt in Knauer und dann im DTV-Event. Deshalb hat sich das so gar nicht ergeben, leider. Aber ich habe relativ viel bei der Lesung jetzt mit Kai Meier gefilmt und beim DTV bei der Superheldenparty wurde auch gefilmt. Deshalb werde ich euch da, denke ich, einiges einblenden können, wenn ich es nicht schon gemacht habe. Und mir frieren gerade einfach nur meine Finger ab, weil es so unfassbar windig ist. Und Alter, Hilfe. Deshalb hoffe ich, dass ich mich jetzt nicht irgendwie maule auf den letzten Metern zu Sandra, wo ich dann gleich abend noch ins Bett falle und schlafen werde. Es ist so ein sehr, sehr chaotischer Tag in Leipzig, wo eigentlich alles, was öffentlichen Nahverkehr angeht, nicht funktioniert hat. Und leider auch so viele Bloggerinnen und Blogger, mit denen ich mich gefreut hatte, es leider nicht nach Leipzig geschafft haben, weil die an irgendeinem Bahnhof festgesteckt haben. Das ist so eine... Ups, das ist so rutschig hier. Buchmesse mit mehr Tiefen leider als Höhen, was vor allem auch dem Wetter geschuldet ist. Und naja, egal, mir frieren gerade meine Finger ab. Deshalb sage ich jetzt mal ganz schnell gute Nacht und wir sehen uns morgen früh dann zum letzten Mal aus Leipzig. So, ich begrüße euch recht herzlich nochmal zum letzten Messetag. Wie ihr seht, ich sitze wieder im Auto. Zum Glück bin ich nicht mehr ganz so durchgefroren wie gestern Nacht, aber ich hatte aber überhaupt kein Gefühl mehr in den Fingern. Es war so, so unfassbar kalt. Da hat man, glaube ich, angeblich nur so minus 4 oder 5 Grad, aber ohne Handschuhe und ohne Winterschuhe war das dann doch irgendwann frisch. Ja. egal, ich lebe noch, das ist das Wichtigste. Und jetzt fahre ich kurz in Richtung Hotel von Ramona und Jule, da hole ich die beiden ab und dann geht's nochmal zur Messe. Und dann bin ich nochmal ein oder zwei Stündchen für Knauer unterwegs, aber sonst keine weiteren Termine und da bin ich auch eigentlich ganz froh, wenn ich dann sagen kann, jo, ciao Buchmesse, das war's für dieses Jahr. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was jetzt die Messe angeht. War ein bisschen zu viel, was mir, glaube ich, aufgeheizt habe. Hat zwar trotzdem alles in allem Spaß gemacht, aber irgendwie hat so das gewisse Etwas für mich gefehlt. Also, weiß nicht, vielleicht hatte ich einfach zu wenig Luft zwischendurch, um zu Atem zu kommen. Sei es drum. Ich hoffe, dass ich heute nochmal kurz ein bisschen Eindrücke einfangen kann von Ständen und irgendwas. Und ja, dann melde ich mich heute Abend abschließend dann. Hat Ortswechsel, gleiches Video trotzdem. Ich bin jetzt endlich wieder zu Hause angekommen, wollte mich nochmal abschließend zu Wort melden.
Ja, Rückfahrt war eigentlich ziemlich gut. Wir sind gut durchgekommen und eigentlich ab Leipzig-Stadtgrenze waren die Straßen aufgeräumt. Also irgendwie hat Leipzig es nicht richtig hingekriegt, die Straßen zu räumen, aber sei es drum, dass es nichts passiert. Und ich bin angekommen, das ist das Wichtigste. Ich habe die Jule auch noch sicher nach Hause gebracht und ja, jetzt bin ich wieder da, ziemlich kaputt und freue mich eigentlich nur noch darauf, mich jetzt gleich aufs Sofa zu werfen und ziemlich früh schlafen zu gehen. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich die Augenringe des Todes, aber sei es drum, es gehört irgendwie zur Buchmesse dazu. Also ich hatte insgesamt eigentlich eine sehr durchwachsene Buchmesse. Es war sehr, sehr anstrengend, weil ich mich, wie ich eingangs vermutet habe, doch ein bisschen übernommen habe mit Drümmerknauer und das Ganze noch nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da muss man einfach nochmal drüber reden. Ich habe das bisher nicht gemacht, Knauer hat das bisher nicht gemacht. Von daher, beide Seiten können natürlich immer noch voneinander lernen. Ansonsten, die Veranstaltungen an sich waren eigentlich ganz cool. Die Verlage haben einiges zu bieten. Ich freue mich natürlich auch unter anderem sehr darauf, dass Iron Gold jetzt tatsächlich auch auf Deutsch übersetzt wird. Das habe ich zwischen Tür und Angel erfahren. Es wird allerdings nicht bei Heine veröffentlicht, sondern bei Crosscult. Und das Hörbuch kommt wieder zu Ronin, was natürlich mega geil ist. Und ansonsten finde ich es natürlich so ein bisschen schade, dass ich viele Bloggerinnen, Blogger, Leser nicht gesehen habe, die ich sehr, sehr gerne gesehen hatte. Dafür habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich einige andere endlich nach über einem halben Jahr zum Beispiel mal wieder gesehen habe, so wie Jessie, Annabelle. Und ich möchte jetzt einfach gar nicht weiter erzählen, weil ich sonst das Gefühl habe, dass ich alle vergesse. Also falls ich euch vergessen habe, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich euch sehen durfte. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Da bin ich einfach jedes Mal echt dankbar für. Auch wenn ich im Moment eher das Gefühl habe, 3 Wochen schlafen zu können, aber die Dankbarkeit überwiegt trotzdem gerade noch so ein bisschen das Gefühl. Und daher vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr, wenn ihr mich gesehen habt, mir Hallo gesagt habt, die Verlage für die tollen Veranstaltungen, die es da gegeben hat und natürlich an die Autoren für die zahlreichen tollen Bücher, die Geduld während der Signierstunden und natürlich auch für die Chance der Interviews. Also alles in allem eigentlich wieder eine gute Buchmesse, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, auch wenn die letzten Leipziger Buchmessen mir irgendwie doch ein bisschen besser gefallen haben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Spaß mit meinem Videolog hattet, auch wenn der vermutlich zumindest, ich weiß gar nicht, wie viel ich gefilmt habe, ich tippe zumindest, dass er ein bisschen kürzer geworden ist als die letzten. Und wenn nicht, dann schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wenn ihr es tatsächlich so lange durchgehalten habt, dann könnt ihr einfach mal unten in den Kommentaren kommentieren, FBM 18 Vorfreude. Ja, haben wir gerade ausgedacht, aber ich blende es euch hier irgendwo nochmal ein. Und falls ihr nicht genug von meinen Videologs bekommen solltet, ich weiß nicht warum, dann blende ich euch die Videolog-Playlist hier irgendwo mal ein. Da könnt ihr ja Frankfurter Buchmesse, London, Leipziger Buchmesse alles mal angucken. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr auf meinem Blog vorbeischaut, mich auf Facebook, Instagram, Twitter abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich freue ich mich sehr darauf, wenn ihr im nächsten Video auch wieder einschaltet. Und bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und erstmal gute Nacht. Ich bin jetzt nämlich ganz, ganz schnell im Bett.